Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar. Mittwoch, 28. Oktober. Der Monat nähert sich langsam, aber sicher dem Ende. Und die letzten Tage waren durch wieder anziehende Volatilitäten geprägt. Ausnahme war wiederum gestern, aber im Vorfeld der US-Dollar-Stärke, die hier wieder auftauchte, / die Euro-Schwäche, die hier um den Globus zog, sorgte dafür, dass hier einige dynamische Bewegungen vollzogen wurden und so auch beim US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken, den wir auch in der letzten Woche bereits schon im Devisenradar hier im Fokus hatten. Da ging es eben darum, und dann nehmen wir uns direkt mal den Tageschart vor zur weiteren Betrachtung, darum, dass hier tatsächlich die Unterstützung um 0,95, 0,95,10 verteidigt werden könnte. Und dann gab es hier ergo gerade mit dem Zinsevent der letzten Woche aus der EZB hier einen sichtlichen Aufwärtsdruck. Und Sie sehen, wie stark die jüngste Performance war. Und insofern hier ein sehr, sehr guter Impuls, der auch hier charttechnisch durchaus ableitbar war. Nun sind wir aufgrund der letzten Tage, die hier, wie gesagt, sehr, sehr stark in Erscheinung traten, hier am Bereich der Levels vom August, diese Preishochs hier, ähnlich steile Performance, das sieht man sehr deutlich. Dann hier allerdings eine sehr, sehr scharfe Umkehr. Und nun stellt sich eben die Gretchenfrage, wie es hier letztlich weitergehen kann. Sie wissen genau, heute Abend das Fed-Event. Das heißt, es wird hier sicherlich Impulse aus den USA geben. Zinsschraube, Zinstermin etc. Das sind genau die Themen, die uns alle bewegen. Grundsätzlich ist eben eher davon auszugehen, dass wieder eine Verschiebung stattfindet. / noch nichts Konkretes dahingehend, dass es jetzt wirklich dazu kommt. Sollte es jedoch eine Zinsanhebung geben in den USA, dann wäre das sicherlich ein sehr, sehr deutlicher Impuls für den Markt, der hier auch weiter weitreichende Signale generieren dürfte. Und beim US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken, auch Swissy genannt, wäre, wenn wir hier mal diese außerordentliche Korrekturkerze vom 15. Januar außen vor lassen, wäre hier sicherlich die Parität, Widerstandsbereich 0,99,50, 0,99,71, aber hier insbesondere die Marke von 1,00, ein Ziellevel, welches im weiteren Verlauf durchaus attackiert werden könnte. Allerdings hängt es eben davon ab, wie die Fed heute Abend tagt, wie der Markt darauf reagieren wird. Insofern ist es wieder ein Stück weit unsicher, denn aufgrund der jüngsten Performance kann man hier auch durchaus einen kleinen Schlenker nach unten einkalkulieren, der beispielsweise als Pullback hier auf diese gebrochene Trendlinie in dem Bereich von 0,97,35, 0,97,50 führen könnte. Dieses Niveau, sofern sich der Markt dann dort stabilisiert, wäre allerdings wieder ein schönes Sprungbrett nach oben, denn generell hat der Euro-US-Dollar sicherlich Schlagseite und es deutet sich hier eine weitere Schwäche an, sofern eben das Niveau von 1,10 durchbrochen werden sollte. Aktuell scheint aber auch US-Dollar in der Möglichkeit einer korrektiven Erholungsbewegung. Das würde hier beim Korrelationspaar US-Dollar-Schweizer Franken eine Gegenbewegung einleiten und diese müsste dann eben hier idealerweise im Bereich 0,97,30,35 enden. Tatsache ist aber auch, wir sind in oder unter ATX-Betrachtung schon wieder recht heiß beim US-Dollar-Schweizer Franken. Werte über 60 sind ja sozusagen Werte, die hier eine gewisse Übertreibung des Trendmomentums andeuten. Tatsache ist, 60 ist der Anfangswert, es kann hier noch wesentlich höher gehen, aber mal beobachten, was hier passiert, wenn wir heute deutlich nach oben rausschießen in Richtung Parität, dann haben wir hier sicherlich dann auch eine Trendstärkeüberhitzung vorliegen und sollte der ADX dann wieder fallen, also sprich den Vortageswert unterschreiten, dann wird es sehr, sehr interessant, das werde ich hier im Fokus behalten und werde Sie darüber informieren, was es damit auf sich hat. In jedem Falle wird es interessant werden. Für den Intraday-Bereich heute sehen wir einen bullischen Wochentag. Das sieht schon mal nicht schlecht aus, aber die Fuzzi-Vektor-Logik bläst hier ein anderes Rohr. Und da ist US-Dollar-Schweizer Franken heute hier mit 142 Petter-Zählungen. Trefferquote 63,4 könnte besser sein, ist aber, wie gesagt, eine Hausnummer, die hier im Prinzip rein von der Fuzzi-Vektor-Logik her heute einen schwachen Tag voraussieht. Das wäre ein ernstzunehmendes Thema, sofern der US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken hier sozusagen ein neues Tagestief machen würde, dann könnte man hier im Sinne einer Divergenz dann auch darauf spekulieren, dass der Markt hier tatsächlich einen Schlenker nach unten macht. Schauen wir uns dazu mal hier den Intraday-Chart an vom US-Dollar-Schweizer Franken. Da sehen wir auch die Asia-Session, hier das Vortageshoch, was gestern Abend noch markiert wurde. So recht kommen wir, wie gesagt, jetzt nicht in Schwung. Wir haben auch schon leichte Divergenzen hier zu sehen und ein Tagestief jüngst gemacht. Aber die Range 17 Pips, meine lieben Zuschauer, das ist wirklich sehr, sehr übersichtlich und sehr, sehr hot dahingehend, dass es natürlich hier noch starke Impulse geben könnte oder aber der Markt bis zum Fed-Event hier nicht wirklich eine Richtung findet. Rein von der Range ist natürlich jetzt viel, viel Platz. Jetzt werde ich den Chart direkt mal zusammenstauchen.
Damit Sie da auch das mal sehen, wir hätten hier heute Potenzial in Richtung 99, 29 oder 98 glatt fast. Da wären wir auch im Bereich Vortagestief, Vorwochenhoch, wenn wir hier zurücksetzen würden. Insofern mal darauf aufpassen, was hier der weitere Tag noch bringt. Das heutige Pivot-Level liegt im Bereich 98,50. Wenn wir uns hier drüber halten, stehen die Chancen mit Ausbruch über das Vortageshoch gut, dass wir hier doch weiter nach oben rausziehen. Andernfalls Pivot-Level im Auge halten, wenn wir hier deutlicher drunter gehen, unterhalb des Vormonatshochs beispielsweise, unterhalb von 98,43, 0,98,43, müsste man dann doch hier eine Konsolidierung einplanen. Doch ob heute hier eben vor dem heutigen Fed-Event die großen Bewegungen am Markt ablaufen, das muss man wirklich erstmal mit Ruhe betrachten und erstmal abwägen, ob das tatsächlich geschieht. Letztlich US-Dollar, Schweizer Franken, und das gucken wir uns jetzt hier abschließend nochmal im Stundenchart an. Sicherlich mit einer sehr, sehr heißen Bewegung. Am Wochentag, wie gesagt, bullisch. Saisonalität ein Stück weit nach unten gerichtet mit Blick auf die letzten, auf die kommenden 20 Tage, nicht letzten 20 Tage. Das heißt, hier rein saisonal bedingt könnte es hier in Kürze durchaus eine Schwäche geben. Die aktuelle Erholungsbewegung, die wir hier gesehen haben, insofern auch wieder konsolidiert werden. Und da sprach ich ja eingangs auch schon vom Niveau 0,9730, 0,9750, welches hier insbesondere mit Blick auf die kommenden Tage, vielleicht sogar schon heute, interessant werden dürfte. Aber Sie sehen saisonal, und das ist rein dem US-Dollar geschuldet, der weist nämlich zum Jahresende hin entgegen dem Euro, der hier tendenziell saisonalen Rückenwind bekommt, eine Schwäche auf. Und insofern überrascht das Bild mit dieser negativen Saisonalität nicht. Mal abwarten, wie es letztlich ausgeht. Die Saisonalität ist ja letztlich auch keine Blaupause, aber eine gute Indikation, sofern eben gewisse Übertreibung, Überhitzung oder eben Brüche von Unterstützung stattfinden, die dann hier beim US-Dollar, Schweizer Franken sozusagen dann tatsächlich hier diesen Weg begünstigen könnten. Letztlich mal abwarten, was passiert. Die Parität ist in Reichweite, kann heute Abend bei starker Volatilitätszunahme auch durchaus erreicht werden. Warten wir ab, was passiert. Morgen wissen wir mehr. Dann auch schon bald der Monatsabschluss. Wir werden dahingehend dann morgen nochmal ein weiteres neues Paar in den Fokus nehmen. Auch hier schon mal als Ankündigung, es gibt einen schönen Seasonal Trade, der hier mit einem Cross-Rate-Pair in der Agenda, in der Pipeline steht. Dazu wird es morgen schon mal im Radar einen kleinen Hinweis geben und dann aber auch noch eine ausführlichere Analyse. Lassen Sie sich überraschen. Ich wünsche Ihnen erstmal viel Erfolg am heutigen Handelstag. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.